Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also es ist schon mal nicht richtig, wir haben ja schriftlich einen Widerspruch eingelegt gegen Ihre willkürliche Verkürzung der Rede. Herr Petreit, Sie haben jetzt nicht das Wort, jetzt rede ich hier, damit das gleich klar ist. Sie haben einen Widerspruch eingelegt mit einer Begründung, die mit der Geschäftsordnung nicht übereinstimmt. Im Ältestenrat werden Redezeiten zu Tagesordnungspunkten vereinbart, die dann vorgeschlagen werden im Plenum. Und jedes Mal, wenn wir diese Sitzung hier eröffnen, dann wird über die Tagesordnung und die vereinbarten Redezeiten beschlossen. Das hindert das Parlament aber nicht daran, Herr Petereit, jederzeit eine neue Entscheidung zu treffen. Herr Petereit, wenn Sie nicht Geschäftsordnungen lesen können, können wir nichts dafür. Na, das wollen wir erstmal festhalten. Sie haben eine schriftliche Antwort erhalten. Es steht Ihnen nicht zu bewerten, wie hier die Geschäftsordnung umgesetzt wird, wenn Sie sich darin nicht entsprechend auskennen. Also reden Sie bitte zum Sachgegenstand und nicht zu dem, was Sie hier an Kritiken vorzubringen haben. Das hat nichts mit dem Antrag zu tun. Herr Pasteurs, ich habe den Eindruck, dass Sie für die Geschäftsordnung dieses Hauses völlig resistent sind. Nach dem gestrigen Verhalten hätte ich eigentlich erwartet, dass Sie sich nun ein bisschen darauf besinnen, dass auch Sie hier in diesem Parlament, in diesem Hohen Haus sitzen und natürlich auch zur Einhaltung der Regeln angetan sind, auf die Sie sich ja jetzt gerade wieder berufen. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf dafür, was Sie hier wieder gerade geäußert haben, und mache Sie darauf aufmerksam, dass ich nicht zulassen werde, dass Sie hier das Plenum erneut in dieser Art und Weise missbrauchen, wie Sie das bereits an verschiedenen Stellen getan haben. So, und jetzt hat der Abgeordnete Herr Köster mit einem Geschäftsordnungsantrag das Wort. Frau Präsidentin, sicherlich legt der Landtag die Redezeit fest. Was wir heute hier aber erlebt haben, war... Herr Köster, wir haben eine Geschäftsordnung und Sie können hier gern einen Antrag stellen. Den können Sie begründen. Sie haben mit einer Bewertung begonnen zu der Verfahrensweise hier im Plenum. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie bitteschön, wenn hier einen Antrag stellen und den begründen, aber bitte nicht bewerten, wie dieses Hohe Haus entschieden hat in Bezug auf die Redezeiten. Das steht Ihnen nicht zu. Ich habe im Namen meiner Fraktion gegen den heute gefällten Beschluss des Landtages Einspruch und Widerspruch eingelegt und die Aufhebung des rechtswidrigen, aus unserer Sicht rechtswidrigen Beschlusses gefordert. Ich begründe ihn wie folgt. Die Präsidentin hat recht, dass der Landtag die Redezeit festlegt. Die Präsidentin hat aber heute hier einen Antrag eingebracht, wonach Fraktionen gebeten haben, die Redezeit von Block 5 auf Block 1 zu ändern. Die Präsidentin hat aber nicht erwähnt, dass der Ältestenrat vorschlägt eine gewisse Redezeit. Und insofern, gemäß § 84 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtages, legt der Landtag auf Vorschlag des Ältestenrates die Gestaltung und Dauer der Aussprache über einen Verhandlungsgegenstand fest. Dieser Vorschlag ist von der Landtagspräsidentin hier nicht vorgebracht worden. Der Ältestenrat hat sich in seiner Sitzung am 25. Juni 2014 auf die Redezeiten verständigt. Diese Verständigung wurde vom Landtag erstmal am 2. Juli 2014 bestätigt im Rahmen der Tagesordnungsfeststellung. Zu Beginn der heutigen Sitzung ließ die Präsidentin über eine Neufestsetzung der Redezeit zum Tagesordnungspunkt 27 abstimmen. Gemäß § 84 Absatz 2 der von Ihnen viel gepriesenen Geschäftsordnung des Landtages kann die Redezeit auf Antrag einer Fraktion lediglich verlängert werden. Sie haben einen Haufen Juristen. Und aus genannten Gründen, auch wenn das vielleicht Ihren Horizont übersteigen mag, widerspricht der heutige Beschluss des Landtages den Bestimmungen der Geschäftsordnung. Hätten Sie zu Beginn der Aufrufen des Tagesordnungspunktes gesagt, der Ältestenrat schlägt Ihnen vor, Redezeit zum Beispiel Block 5, wie es auch erfolgt ist, und eine Fraktion hätte dann gesagt, nein, wir beantragen Redezeit Dings. Dann hätte man sich darüber streiten können, ob das zulässig ist. Sie haben aber heute wieder einmal gegen die Geschäftsordnung verstoßen. Dankeschön. Herr Köster, ich glaube zwar, ich habe so meine Zweifel, ob es hilft, aber ich will trotzdem noch einmal zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen.
Erstens hat hier eine Fraktion eine Veränderung der Redezeit beantragt, und das war die Fraktion der SPD. Verlängerung heißt mehr Zeit. Herr Köster. Herr Fraktionsvorsitzender Pasteurs, ich erteile Ihnen den zweiten Ordnungsruf und mache Sie darauf aufmerksam, was passiert, wenn Sie den dritten erhalten. Eigentlich muss ich das ja nicht, das kennen Sie ja nun inzwischen schon, aber ich sage es Ihnen nochmal. Ich verweise noch einmal auf § 84 Absatz 1. Dort heißt es noch einmal zur Erläuterung auch fürs Publikum: Gestaltung und Dauer der Aussprache über einen Verhandlungsgegenstand werden auf Vorschlag des Ältestenrates vom Landtag festgelegt. Und Herr Köster, wenn Sie denn schon die Geschäftsordnung zitieren, dann tun Sie das bitte richtig. Es heißt nämlich in Absatz 2, der Landtag kann die Redezeit verlängern, und nicht lediglich, sondern er kann sie verlängern, wenn der Antrag von einer Fraktion gestellt wird. Ein solcher Antrag liegt mir von der Fraktion der NPD nicht vor. Ja, aber doch nicht verkürzen. Es gibt doch keinen Antrag. Es gibt jetzt einen Geschäftsordnungsantrag der Fraktion der SPD. Bitte, Herr Dr. Nisiri. Frau Präsidentin, ich beantrage eine Auszeit von 10 Minuten und die Einberufung des Ältestenrates, damit diese Geschäftsordnungsfragen geklärt werden können in dem Gremium, das dafür zuständig ist. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für diesen Antrag, aber die Geschäftsordnungsfragen sind eigentlich geklärt, komme aber natürlich dem Anliegen der SPD-Fraktion hier nach. Wir unterbrechen die Sitzung für 10 Minuten und werden die unterbrochene Sitzung um 10:30 hier fortsetzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte Sie, die Plätze einzunehmen. Wir wollen die unterbrochene Sitzung fortsetzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befinden uns im Tagesordnungspunkt 27 und wir setzen die Aussprache fort. Das Wort hat der Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linke, Herr Holter. Moment, ich... Herr Holter, Entschuldigung, durch die Hektik erst ist mir das jetzt nicht bewusst gewesen, dass die Redezeit von Herrn Peterreit noch nicht ausgeschöpft war. Wir müssen zunächst Herrn Peterreit noch zu Ende anhören. Bitte, Herr Peterreit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, erneut haben wir einen Antrag vor uns, der unter dem Deckmantel Ihrer Kampfbegriffe von Demokratie und Toleranz Unrecht zu Recht erheben soll, um Ihrer Verfolgung Andersdenkender einen rechtsstaatlichen Anstrich zu verpassen. Mag der ursprüngliche Antrag ausgetauscht worden sein, entlarvt Sie doch der neuerliche. Sie haben jede Menge Juristen in Ihren Reihen und deshalb darf man ruhig am Wortlaut kleben, wenn es in Punkt 5 heißt: Die demokratischen Landtagsfraktionen distanzieren sich von jeder Form von Gewalt. Das heißt, sie nehmen lediglich Abstand dazu, aber verurteilen es nicht. Und sie bekennen sich zu dem Grundsatz, dass die Werte des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats überzeugend nur mit rechtsstaatlichen Mitteln verteidigt werden können. Das heißt wohl, grundsätzlich ist das so, aber es gibt auch unüberzeugende Ausnahmen. Und so ist ihnen jedes Mittel recht. Sie inszenieren Ihre Klagelieder von wegen: der zivilgesellschaftliche Protest am 1. Mai in Rostock oder am 8. Mai in Demmin wäre von der Polizei nicht so zugelassen worden, wie es angebracht gewesen sei, weil man doch einem gemeinsamen Feind gegenüberstünde. Und wollen den Versammlungsbehörden am liebsten vorschreiben, wie sie ihren Ermessensspielraum auszuschöpfen haben. Jeder von Ihnen
und ihren Anhängern, jeder, der von Ihnen und Ihren Anhängern mit dem Prädikat Nazi versehen wird, soll dann möglichst viele Steine in den Weg gelegt bekommen, während für jegliche rote Brut unter der Tarnkappe Demokratie juristische Freibriefe ausgestellt werden. Das, was Sie verlangen, ist die Abschaffung des Ermessensspielraums. Was Sie wollen, sind Sondergesetze gegen jegliches Nationalgefühl und Patriotismus und Sonderrechte für jene, mit denen Sie sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Wie sieht sie aus, Ihre ach so elegante Zivilgesellschaft, Ihre Demonstrationskultur für Demokratie und Toleranz? Da Sie, liebe Vorzeigedemokraten, die Ebene der Sachlichkeit längst verlassen haben und nur noch blinden Hass und stumpfe Parolen verbreiten, werde ich Ihnen mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Der Aufhänger für die heutige Diskussion ist ja der zentrale Trauermarsch am 8. Mai in Demmin, an dem jährlich hunderte volkstreue Männer und Frauen zusammenkommen und bekunden, dass der 8. Mai kein Tag zum Feiern ist. Obwohl staatlich verordneter Gedenktag trotzen die Teilnehmer der Obrigkeit und prangern Tod, Leid und Besatzung nach dem 8. Mai 1945 an. Da der Tag nun mal objektiv betrachtet kein Tag der Befreiung war. Dass Ihnen das nicht passt, ist bekannt. Im Grunde ist dies aber in keiner Weise so schlimm. Den Rest meiner Rede dürfen Sie im Internet nachlesen.